Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Diese Aufnahme ist ein Beratungsvideo für Julia. Julia ist natürlich nicht der richtige Name, aber ich möchte gerne diese Beratungsvideos anonym behandeln. Ich beschreibe kurz Julias Lebenssituation. Julia war verheiratet und hatte jahrelang eine Geliebte. Und dieser Mann war aber auch verheiratet. Das hat sich verbessert, weil sie ist getrennt und er ist getrennt. Julia hat gehofft, natürlich hat auch auf diesen Moment gewartet, dass die jetzt zusammenkommen, es steht auch nichts im Wege. Sie sind beide getrennt. Aber er verhält sich nicht dementsprechend, sondern er hat eine eigene Wohnung genommen und behandelt Julia nach wie vor wie seine Geliebte. Und wenn sie vorbeikommt unangemeldet, dann macht die Türe nicht auf. Und das ist für Julia sehr erniedrigend. Dann entstand nochmal ein Problem. Die Ex-Frau von ihm hat erfahren, dass Julia gibt. Und das macht natürlich interessant, nach dem Motto, wer ist die Schönste im Land? Und beginnt eine Art Rivalität. Diese Ex-Frau versucht, ihr Ehemann, noch Ehemann, die sind getrennt, aber noch nicht geschieden, wieder zurückzugewinnen. Und der Mann ist hin und her gerissen und mein Bild zeigt, er will eigentlich seine Ruhe haben. Die Reaktion jetzt von Julia, sie versucht ihn mit verschiedenen Männern eifersüchtig zu machen. Und diese Eifersuchtspiel bringt nichts. Es bringt überhaupt nichts. Und ich versuche jetzt von dem Kartenbild ein bisschen Beleuchtendes und habe ich vielleicht ein paar Rat für Julia, wie kann man diese Situation verbessern. Ich lege immer grundsätzlich die große Kartenblatt aus. Auch wenn es um eine kurze Frage handelt. Und dieses große Kartenblatt ist im Bildschirm eingeblendet. Liebe Julia, als erstes möchte ich mich bedanken für dein Anvertrauen. Und ich hoffe, ich darf mir erlauben, dir du zu sagen und ich fange an, das Blatt zu deuten. Damals hast gehofft, wenn du die Ehe aufgibst, dann kommst du mit deinem Herzensmann zusammen. Es war auch eine erfreuliche Botschaft, wo er mitgeteilt hat, er trennt sich auch. Jetzt sieht es anders aus. Er hat zwar getrennt, aber möchte mit dir nicht in eine Beziehung eingehen. Und bei dir entsteht gerade eine Zweifel und stellst die Fragen, war das richtig, die Ehemann zu verlassen, wegen diesem Herzensmann, oder hätte ich lieber in die Ehe bleiben sollen? Mein Bild zeigt an, die Entscheidung, dass du dich getrennt hast, war richtig, also bereue das nicht. Wenn ich euch beide betrachte, sehe ich zwischen dir und zwischen dein Herzensmann überhaupt keine Verbindung, auch wenn die Kontakt da ist, aber er ehrt dich nicht. Du hast sein Herz nicht erobert. Er betrachtet vielleicht das so, dafür war es gut, von seiner Ehe zu befreien. Und du hast dabei geholfen, dass er diesen Schritt wagt und er genießt jetzt mal alleine zu sein und er orientiert sich immer wieder mal neu. Das heißt nicht, dass er jetzt eine andere Frau hat, das möchte ich nicht sagen, aber er flirtet.
Sein Ex-Frau will er nicht. Das sehe ich definitiv. Das ist vorbei. Das ist beendet. Das heißt, da brauchst du auch nicht eifersüchtig zu sein. Aber er ist offen für neue Kontakte. Und das sollte dir auch bewusst sein. Dieses Spielchen, du darfst kommen, wenn ich das sage, aber unangemeldet bitte nicht, soll dir auch Gedanken machen. Warum macht er die Türe nicht auf? Das kann zwei Gründe sein. Erstens, weil er seine Ruhe braucht. Zweitens, hat er vielleicht einen Besuch. Deine Reaktion ist, ihn eifersüchtig zu machen. Das bringt nichts. Du kannst diesen Mann nicht eifersüchtig machen. Er hat höchstens eine schlechte Meinung über dich. Anderes erreichst du damit nicht. Aber ich verstehe dich, ich verstehe deine Reaktion und ich würde mal dir raten, sei nicht immer parat, wenn er dich anruft oder dich fragt, ob du mal vorbeikommen kannst, sonst dienst du ihm. Und sei mal ein bisschen geheimnisvoll, sag mal auch nein oder sag, heute habe ich keine Zeit. Und bitte begründe nicht, warum und entschuldige dich nicht dafür. Du sagst klar und deutlich, heute habe ich keine Zeit, Punkt, mehr nicht. Und auch kein anderer Männer, das macht nur komplizierter und entsteht ein Chaos. Und dieser Chaos ist schon entstanden und wir versuchen da Ordnung zu bringen. Du kannst diesen Mann, mit diesem Herzensmann etwas verbessern, wenn du selbstbewusst bist und nicht erlaubst seine Spielchen und dass du auch ein bisschen vorsichtig bist. Also du kannst ihm nicht hundertprozentig vertrauen. Ich betone noch einmal, er betrügt dich nicht, er versöhnt sich nicht mit seiner Ex-Frau, er hat auch keine andere Geliebte, aber stell mal die Frage, warum hat die eigene Wohnung und warum darfst du nicht immer kommen? Und da hast du schon die Antwort dazu, also sei ein bisschen vorsichtig. Wenn er offen ist für neue Kontakte, weil diese Offenheit zeigt mir die Karten, er flirtet auch gerne, dann darfst du das auch erlauben, aber bitte nicht aus künstlich erzeugen, ihn eifersüchtig zu machen, sondern vertraue dein Schicksal, vertraue dein Leben und wenn das sich ergibt, dass jemand mal dir ein Kompliment macht oder hast du eine Einladung und dir das zusagt, weil das von deinem Herzen kommt, dann darfst du das auch erlauben, mit jemandem mal Kaffee trinken zu gehen. Das muss auch nicht gleich intim werden. Das heißt, zeig eine gewisse Offenheit für neue Bindungen. Mein Kartenbild sagt aus, dass bei dir eine neue Liebe kommt. Und du wirst mit deinem Herzensmann diese halblebige Beziehung beenden. Es ist nicht korrekt dir gegenüber. Und du hast dabei viele traurige Momente auch. Kannst etwas verbessern mit deinem Verhalten, dass du nicht alles erlaubst. Oder wenn er die Türe nicht aufmachst, dass du Fragen stellst. Und wichtig ist auch die Gespräche, die Kommunikation. Aber bitte nicht diese trotzige Verhalten, naja gut, dann treffe ich auch mit anderen Männern und dann prallst du noch damit, weil du meinst, das macht ihn eifersüchtig. Das macht ihn überhaupt nicht eifersüchtig, sondern er verliert an dir das Vertrauen, das, was das verursacht dann. Er vertraut dann dich nicht mehr, er weiß nie, welchen Tag mit welchen Männern du dann triffst, auch wenn da überhaupt kein Interesse hast, sondern eigentlich ihm zuliebe machst. Aber das schadet die Bindung. Wichtig ist, dass ihr wieder dich Vertrauen gewinnt. Wichtig ist,
dass ihr miteinander kommuniziert und du darfst auch Fragen stellen, mal wissen, warum er die Türe nicht aufmacht. Wenn er sagt, du, ich war müde oder ich habe einfach die Ruhe gebraucht, dann kannst du auch Verständnis zeigen. Das wäre auch normal in einer Beziehung, aber diese geheimnisvoll. Er weiß nicht, was du so magst und du weißt nicht, was in seiner Wohnung passiert, wenn die Türe zu ist. Weil er muss einen Grund haben, dass du nicht kommen darfst. Also da ist wichtig, dass ihr beide miteinander redet und dass du bisschen vorsichtiger sein sollst, weil dieses Verhalten, was er in die Tage legt, ist auch nicht ganz so selbstverständlich. Immerhin kennt euch seit Jahren. Und dass er nicht sofort von einer Beziehung auf die andere Beziehung eingehen möchte, eine Ehe beenden und gleich mit dir zusammenziehen, sondern erstmal braucht ein bisschen Luft, mal eigene Wohnung oder mal ein bisschen getrennt sein. Das kann man auch noch verstehen. Aber diese Geheimnisvolle, das, was hier stört. Und mein Kartenbild bestätigt das. Du meinst, das ist eine große Liebe, aber das ist eine Illusion. Dafür war es gut, dass du getrennt hast und er getrennt hast. Vielleicht musste das so sein, dass ihr die Ehe, was für ihn nicht schön war, dir nicht schön war, euch das beendet hat. Und er ist frei und du bist frei. Aber eine gemeinsame Zukunft sehe ich hier nicht. Aber dein Leben kann ich im Kartenbild erkennen. Du hast bald eine neue Begegnung. Etwa halbes Jahr brauchst du all das noch verinnerlichen oder eine Klarheit bekommen, was du möchtest oder eine Klarheit darüber, wie behandelt diese Beziehung, was will er. Es wird halbes Jahr dauern und ich sehe schon Chancen, dass das etwas verbessern kann, aber ich sehe keine Chance, dass ihr wirklich zusammenkommt. Und in halbes Jahr wirst du einen neuen Mann begegnen und das wird für dich die richtige sein. Und wenn du dich neu verliebst, dann zweifle nicht und kein Schuldgefühl. Es geht um dein Leben, es geht um deine Zukunft, dass du glücklich sein kannst. Ich fasse das kurz nochmal zusammen. Die Entscheidung, dass du getrennt hast, war richtig, du warst nicht glücklich in die Ehe. Die Entscheidung, dass er getrennt hat, war auch richtig, er war auch nicht glücklich in die Ehe. Dabei habt ihr gegenseitig euch geholfen. Er möchte mit dir keine feste Beziehung eingehen und das, was er vermittelt. Entweder will er das wirklich nicht oder er vertraut dir nicht. Und diese Eifersuchtsspielchen bestärkt dieses Gefühl, ich vertraue dich nicht. Und mach darüber Gedanken, wie würdest du dich fühlen, wenn er mit Frauen trifft und dann erzählt dir auch noch, wie viele Chancen er hat. Das würde dir auch nicht freuen. Also versuch mal, in seinen Gefühlen auch mal eingehen. Und dann wirst du das anderes behandeln. Andererseits sollst auch nicht gleich springen, wenn er dich anruft, weil sonst fangst an, ihm zu dienen und das macht dich langweilig. Sei ein bisschen geheimnisvoll und glücklich auch, dass du einen gewissen Freiraum hast, dass du dich beruflich neu orientieren kannst, dass du eine schöne Hobby hast, dass du Freundschaften hast und genieße die Tage. Und genieße mit ihm auch die Liebe, aber das braucht eine andere Qualität. Und daran sollst du arbeiten und auch er. Und mach dieser Rivalenspiel mit der Ex-Frau auch nicht, sei auch nicht eifersüchtig, das ist beendet. Also hat auch keinen Sinn, da Gedanken zu machen. Momentan gehörst du zu ihm, es kann eine Verbesserung kommen, aber wenn er
keine feste Beziehung eingehen möchte und die Kartenbild zeigt in diese Richtung, dann kannst du diesen Mann nicht dazu zwingen. Dann ist besser, auch wenn du die Chancen hast und das hast im halben Jahr, vielleicht mal überlegen, dass du mit einem anderen Mann dann eine Chance gibt und eine glückliche, feste Beziehung leben kannst. Ich hoffe, ich könnte dir weiterhelfen und ich bedanke nochmal dein Anvertrauen und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.